Servus miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und weil es letztens so schön war, machen wir heute gleich nochmal das Thema fort. So, ich fahre gerade zum Harry und das ist der Cousin vom Madl. Und der Madl hat gesagt, du, pass auf, der Harry hat da auch Bock drauf auf sowas. Ich habe gesagt, ja, dann machen wir das doch. Genau da fahre ich jetzt hier. Gut. Ja, habe die Ehre, Harry, und schön, dass du heute Zeit genommen hast, dass wir das Video machen. Sehr gern. Wir haben uns ja beim Madl getroffen und der hat ja gesagt, du merkst auch und du hast auch gesagt, dass du ziemlich coole Sachen rumstehen hast. Und das schauen wir uns heute einmal in live an. Und wir fangen auch an mit deinem allerersten Auto. Das ist eine geile Geschichte. Das ist echt eine geile Geschichte. Das ist wirklich mein allererstes Auto. Mit 17 gekauft. Von meinem Vater abgekauft. Der hat ihn damals als Jahreswagen noch gekauft. Das war 1986, 85, 86 sowas. Hat dann gekauft. Das Auto selber ist ein 84er Baujahr. Geil. Und ich habe ihn dann mit 17 abgekauft. Und bevor ich das Auto ihm abgekauft habe, habe ich schon Tieferlegungsfedern und ein Momolenkradl gehabt dafür. Also du hast gesagt, der Schwester und du, ihr seid ja in dem Auto aufgewachsen, mehr oder weniger? Wir haben mit den S-Karts groß geworden, die MK3s und MK4s. Ist aber jetzt eher untypisch für ein Familienauto, gell? Ist ein Zweitürer? Naja, es ist ein Zweitürer, ja. Sein Nachfolgeauto war wieder ein Zweitürer. Aber es ist ja so, erstens, er hat bis auf einen Ausrutscher nie was anderes gefahren wie Ford. Er hat in einer Ford-Werkstatt in Ingolstadt hat er Mechaniker gelernt, hat zahlreiche 1er S-Karts gehabt, da wo er mal einen Baum gewickelt hat. Das weiß ich noch, das ist eine Geschichte von der Oma, hat die Geschichte erzählt, da hat er dann hinten im Garten am Dach einen Baum gebunden und hat dann das Dach wieder gerotzt, dass die Scheiben nicht gegangen ist wieder. Also der war schon auch gut unterwegs, aber alles super, hat wahnsinnig viel Ahnung, hat viel von ihm lernen dürfen, da bin ich ganz stolz drauf. Aber es war schon so, er als Kfz-Mechaniker und dann ein großes Haus und alles, da ist halt das Geld nie so locker geguckt. Ja klar. Und dann haben wir zu viert auch überall hingekommen und hat Spaß gemacht. Geil. Und hat ein bisschen abgefärbt auf uns. Ja, verstehe. Und ich finde die Escort, ich finde die ja geil. Ich finde die total geil. Was war das original motormäßig? War originaler 1,3 Liter Laser. Der war innen eigentlich braun, also beige und braun. Und 69 PS hat der Motor gehabt. Nicht? Ja. Und so habe ich ihn halt dann auch abgekauft von ihm. Er hat damals eine Mittelkonsole neu gebaut und hat hinten statt auf Tourablage, die war nämlich unangetastet. Aber dafür waren die hinteren Seitenverkleidungen, die waren total zusammengebohrt, weil da hat er Lautsprecher neu gebaut. Hat damals im Baumarkt so ein Drei-Wege-System gekauft und das hat er halt neu gebaut mit so einem Equalizer dazu. Das war dann gleichzeitig der Verstärker. Ja, und so habe ich ihn halt dann übernommen. Aber wie gesagt, Fahrwerksfedern habe ich gehabt. Wie ich den gekauft habe mit 17, Momolenkradl habe ich gehabt. Einen Bosi-Endschalldämpfer habe ich damals gehabt und einen Kamei-Frontspoiler. Ja? Da warst du schon mal Grunde ausgestattet. Genau, dann, und dann wollte ich noch vom Nachfolgemodell, vom Vierer, wo am Cabrio drauf waren, die 14 Zoll Stahlfänge draufbauen mit den weißen Radkappen, mit den Löchern drinnen. Und die habe ich noch gehabt und dann habe ich durch Zufall beim ATU ganz günstig BWS-Fänge in 6x14. Echt, oder? Und die habe ich gekauft, weil die hat es zum Leiderpreis gegeben, die wollte einfach keiner. Und ja, BWS. Und die draufgebaut. War der orange original? Nein. Der war imperialrot metallic. Okay. Das ist so ein weinrot metallic. Ist das eine Ford-Farbe? Das da? Ja. Nein. Nicht. Weil die hat es in orange auch gegeben, gell? Ja, aber war erstens sehr selten und zweitens, das war so ein Grundierungsorange. Ja. So komisch, genau. Bei mir geht es heute zu, das ist der Wahnsinn. Macht nicht. Er liegt ab. Ja, er liegt ab. So, jetzt haben wir, wie gesagt, eine kurze Unterbrechung gehabt, ja. Gell? Weil der Hof ist ja gut besucht immer. Ja, und heute ist es besonders schlimm.
Und wir sind hängen geblieben, wie wir gesagt haben, bei der Farbe. Bei der Farbe. Genau, also, weil Ford hat ja auch so einen Orangeton gehabt. Ne? Ja, aber der ist viel dunkler gewesen und das okay. Schaut eigentlich eher aus wie Grundierung bei Ford. Mhm. Nein, das ist, ich habe den damals in der Lackiererei gesehen, die Farbe. Und dann habe ich gesagt, genauso muss er werden. Das ist Porsche Continental Orange. Ah, cool. Von 1976. Schön. Und die haben aus der Zeit so geile Farben. Und dann habe ich gesagt, ja, so muss er werden. Motormäßig, da wird er nicht nur 69 PS sein, oder? Nein, wir können mal reinschauen. Da schauen wir jetzt, oder, genau, da schauen wir jetzt einmal rein. Was 69 waren es original? Was original waren es 69. Kann da schon her. Und so schaut also ein 69 PS Motor aus. Ja, ja. Nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. Schön. Nein, was haben wir da? Verzeih. 1,6 Liter Motor. Der Motor ist wirklich, den habe ich vor 20 Jahren als Werkstauschmotor gekauft. Mhm. Den 1,6. Also ich habe einen. Habe ich mir damals eh gut. Mache ich jetzt auseinander und lasse das alles machen oder kriege ich für einen guten Preis einen neu überholten Motor halt. Ja. Und seitdem ist der drinnen. Wie gesagt, 1,6 Liter hat die höhere Verdichtung, weil damals hat es ja eine niedrigere Verdichtete gegeben, weil da hat es ja noch Normalbenzin gegeben. Ja. Und so Sachen. Und der hat die höhere Verdichtung. Habe einen umgebaut auf Einspritzanlage. Da habe ich damals einen XR3i geschlacht. Und habe die komplette Einspritzanlage samt dem Kabelbaum und alles übernommen. Mhm. Fächerkrümmer ist von TZ und hängt halt an meiner Auspuffanlage dort. Es ist nicht die KE, das ist ein Car-Chat. Ja. Funktioniert saugut. Seit 20 Jahren macht er einfach nur das, was er soll. Echt? Ja, das ist fahren. Schön. Und sollte, ja, original haben es 105 PS. Und mir hat es aber keine Ruhe lassen, weil der geht schon gut. Und war dann auf dem Prüfstand auch. Und er hat auf dem Prüfstand 112 PS gebracht. So wie er ist. Und 900 Kilo, was hat er? 800. Ein Schmarrn. 800 Kilo und ich habe ein Fünfganggetriebe vom 1,3 Liter drin. Mhm. Das ist im ersten, zweiten, kürzer übersetzt, jetzt geht der schon wirklich gut. Und ich kann ihn im vierten nicht ausfahren, weil im vierten Gang traut er halt, was er tragen kann. Ja. 6,5, also ausfahren kann ich im fünften Gang. Und laut Navi war es einmal, war ich gut über 200. Wird natürlich schon erst einmal schön warm gefahren. Ja, du, das ist schon klar. Also du lebst jetzt nicht nach dem Motto, ist der Motor kalt, gib ihm 6,5, ne? Nein, ich tue mich schon schwer, ihm überhaupt 6,5 zum gehen. Aber wenn es dann Spaß macht, kann das durchaus passieren. Ja. Innen habe ich komplett leer gemacht, ich bin aber ein Freund davon. Was man jetzt zum Fahren braucht, kommt nicht neu. Da bin ich wirklich ein Freund davon. Und ja. Schön rauslackiert von innen. Hast du richtig Arbeit gemacht, gell? Sieht schon, mal. Ja. Schon. Damals, aber wie gesagt, das ist jetzt 24 Jahre her, wo ich den lackiert habe. Mhm. Und seitdem ist er so. Immer wieder mal zwischendurch ein paar Verbesserungen oder Umbauten oder sowas. Ja, klar, Kleinigkeiten dann wieder. Und wo wir vorhin schon gesagt haben, was ich ja so geil finde, den Drehzahlmesser auf 5 Uhr, Nullstellung. Ja. Das ja. Hat einfach so ein Motorsport-Feeling, obwohl es eigentlich überhaupt sinnfrei ist. Genau, ist, absolut. Es schaut einfach geil aus. Total schön, ja. Das macht so ein, das gibt da mal ein gutes Gefühl, finde ich. Ja. Das ist wichtig. Das stimmt. Schiebedach war das werkseitig. Das ist ein originales Schiebedach. Echt? Und ja, ja. Die haben damals ein Glasdach drin gehabt, bloß das Problem ist immer bei den Glasdächern, die fangen irgendwann zum Rausrosten an, da dazwischen. Mhm. Und du kriegst keins, wo gut ist. Aber mei, es war halt so, sagen wir mal so, es ist eine ehrliche Patina, das haben alle. Ja, natürlich. Du, aber weißt, das ist ich finde das eine ziemlich geile Geschichte. Du hast ihn immer noch. Du bist heute, wie darf man das sagen, wie alt bist du heute? Sag's uns. Ja, 49. Ja. Ich bin mit denen schon in der Ausbildung gefahren, wo ich jetzt selber Ausbilder bin. Das ist super. Der Kreis schließt sich total. Mei, ich habe schon oft überlegt, ich tue an der Leistung ein bisschen nachbessern, aber nein, der ist gut, so wie er ist. Und so darf er bleiben. Momentan macht man halt ein bisschen da das Seitenteil, macht man ein bisschen Sorgen. Da ist damals ein halber Seitenteil reingekommen. Aber wie es halt damals so war, ich habe es selber zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen. Da war ich gerade einmal so Anfang 20.
habe in der Werkstatt machen lassen, Spangler Werkstatt, und da ist eben, wie gesagt, ein halber Zeitenteil reingekommen. So. Mhm. Und jetzt, letztes Jahr habe ich die Verglasung rausgebaut, weil ich die grüne Color-Verglasung gegen eine Bronze gewechselt habe. Und jetzt sehe ich, wie man da unten rausrost. Genau da, wo der Verzinn ist. Es ist, wie man es gemacht hat damals, oder so wie es der Spengler lernt, absetzen, überlappend einschweißen, mhm, punkten, verzinnen. Ja. Hat eine begrenzte Haltbarkeit, das Ganze. Aber ich habe noch. Wie lange hat es gehalten? Ja, es hat jetzt 24 Jahre gehalten. Okay. Aber ich habe noch ein komplett Seitenteil da. Dann kann ich auch eins richten, was mich schon lange aufregt. Eben auch damals da passiert. Darum mache ich es ja seitdem selber. Das Spaltmaß. Das Spaltmaß. Mhm. Drüben original noch, super. Ich kann die Heckklappen gar nicht so einrichten, dass das passt. Und das richte ich auch ziemlich aus. Ja, das siehst du gescheit, ja. Das siehst du gescheit. Aber wie gesagt, Fachwerkstatt damals, und das habe ich mit dazu bewogen, ich gebe absolut nichts mehr aus der Hand. Mhm. Egal ob das Blech ist, ob das Lack ist, ich will alles selber machen. Ich kenne das Auto dann durch und durch. Und das ist aber auch das, was mir Spaß macht dann. Und dann hast du aber, also noch nicht so lange hier, hast gesagt, du möchtest einen, also eigentlich einen Escort Dreier, aber was in eine ganz andere Richtung, was eigentlich sehr selten war, auch damals, oder? Nicht oft verkauft worden? Nicht allzu oft verkauft worden, und die Autos sind meistens verhorzt worden. Und zwar ein dreitüriger Escort-Kombi. Mhm. Und weil das waren halt typische Handwerkerautos halt, ja, auch, unter ja, anderem, ja. Und die haben gern verhorzt worden. Aber ich habe einen Auftrieb. Und der war vom Zustand ungefähr so, wie ich jetzt beschrieben habe. Also beschissen. Komplett. Und bei dem waren Sachen durchgerost, die habe ich noch nie gesehen. Dafür waren Sachen, die hätten eigentlich durchgerost sein sollen. Die waren gut. Okay. Die waren super. Mhm. Ja. Der ist da drin. Genau. Gehen wir den mal raus? Gehen wir raus. So, und da haben wir jetzt quasi das Gegenstück zu deinem Orangen. Zur Limousine, genau. Dreitüriger Kombi. War eigentlich, wenn du es genau nimmst, überflüssig wie ein Kropf, gell, so ein dreitüriger Kombi. In die 60er, 70er und Anfang der 80er immer wieder hat Automobilhersteller, überwiegend halt Ford, Opel auch. Ja, Kadett. Genau. Haben solche Autos gebaut, und ich finde ja die Dinger super voll geil. Super geil. Ja. Und irgendwann hat es aufgehört. Und ich habe immer schon gesagt, ich will unbedingt so einen zweitürigen Kombi. Und ja, von meinem ersten Gehalt im neuen Job habe ich gesagt, so. Und jetzt ist auch noch das richtige Angebot in den Kleinanzeigen. Jetzt schlag's zu. Und dann haben wir in einer Nachtaktion einen Aufbruch Richtung Viersen. Darfst du das so sagen? Das darf ich jetzt so sagen. Ja, okay. Ja, das. Viersen bei Rosenheim. Ja, kennt jeder, alles klar. Ja, genau. Und haben das Ding dann geholt. Und dann habe ich gesagt, so, das Auto wird jetzt nur instand gesetzt. Der Lack, wo nötig, beilackiert, der Rest poliert. Weil ich mag mich an dem Auto auch anleinen. So schaut die aber nicht aus. Ja, es läuft meistens ganz anders. Ich kann nicht anders. Ich schraube das erste drum weg, und dann kommt eins zum anderen, und auf einmal habe ich dann eine Nacker die Karossen, und so war es bei dem auch wieder. Hm. Ich habe beide Längsträger hinten nicht geschweißt, weil typisch Ford stelle ich unten die Längsträger, die haben einfach durch. Ja. Ganz selten, dass du einen guten erwischt. Der Orange war ein guter von denen, aber der war hinten brei. Also habe ich Längsträger reingesetzt, habe mir dafür extra eine Aufnahme gebaut, dass sie ja nichts verzirkt. Mhm. Ansonsten innen Bodenblech hat auch was gefällt. Vorne Bodenblech natürlich die typischen Spritzwasserfähre, den Stein. Ja. Batterieblech fragmentös noch vorhanden. Mhm. Aber an die Kotflügel und am Frontblech, da wo es eigentlich alle durchgammeln. Die sind auch geschwurst, oder? Kotflügel, die haben bei denen, ja. Genau, ja. War der jungfräulich. Seitdem gar nichts. Drahtleif hinten, top, nix. Unten am Schweller, am Eckerl, hat er ein bisschen angefangen. Das habe ich gemacht. Aber da haben weder neue Schweller noch sonst irgendwas nicht gemacht. Aber bodenmäßig, eigentlich, wenn man so will, fast Kernschrott. Beim TÜV-Führer war, der hat sich gleich so gefreut, weil er gesagt hat, Mensch, der war aber dann gut benannt. Da war ich mit dem Jürgen dort, und dann hat der Jürgen hat bloß gelacht. Da sagt er, ja, nicht so. Der Prüfer gemeint, ja, da sieht man gar nichts. So, ja, das ist Sinn und Zweck. Ja, sonst hättest du das nicht machen brauchen, gell? Unten, da ist er wirklich unten eine Schicht Epoxyprimer drauf. Mhm.
und eine dünne Schicht Storschlagschutz. Also der ist nicht geschminkt oder sowas. Sowas packe ich gar nicht, wenn da tonnenweise irgendwie der Schmarrn drauf ist. Mhm. Also der ist wirklich, der schaut eigentlich unten aus wie schwarz lackiert. Was hast du, was ist da für eine Maschine drin? Das war auch ein 1,3 Liter Laser. Das ist ein 85er Baujahr. Okay. Mit knallharten 69 PS. Mhm. So. Ja, und jetzt schauen wir jetzt auch. Da schauen wir jetzt einmal. Du hast das eh so recht nett gemacht mit Häuslingradl und oder der Blumenketten. So ein bisschen so ein Surfer-Kombi-Style, so ein oder? Bisschen, ja, so ein bisschen. Das ist geil. Und das war das, was ich vorgehabt habe. Mit dem Auto. So. Ah, da schon her. So. Und weil ich ja so viel fahre, muss man teilweise die Spinnweben wieder rausgehen. Aber so schaut es aktuell aus. Ist ein 1,6 Liter Motor. Auch mit der höheren Verdichtung natürlich. Mhm. Und ja, XR3, weil er ein Vergaser ist. Ist ein Vergaser, der hat den Weber Registervergaser drauf. Mhm. Ich habe ihm auch die etwas sportlichere Original-Nockenwein reingebaut, weil tatsächlich der Motor ist ursprünglich ein 1,6 Liter mit CVH-Vergaser und 79 PS. Ah, okay. Und was viele nicht wissen, diese Version hat eine etwas zahmere Nockenwein drin. Mhm. Also einfach den 79 PS Motor hernehmen und da dann einen Registervergaser drauf und dann hat er 96, ist nicht. Okay. Weil die hat er erst mit der anderen Nockenwein noch. Ah, also habe ich ihm die spendiert und dann haben wir Kanäle, weil er eh gerade unten war, die Übergänge ein bisschen gemacht. Und so, ja, er hängt ganz gut am Gas, er macht Spaß. Habe ihm einen Fünfgang, das mir ein langes Fünfgang spendiert. Und macht jetzt wirklich Spaß zum Fahren. Und der hat jetzt 96. So. Ich war nicht auf dem Prüfstand, der hat 96. Aber ich habe da drin einen Fächerkrümmer noch liegen und einen Auspuff. Mhm. Und ich habe eine originale Ford Motorsport Weber Doppelvergaseranlage für das Auto. Oh, schön. Ja, ist wahrscheinlich auch noch wahnsinnig oft auf dem Markt zu finden, oder? Schätze ich mal. Das war so ein Zufall. Ich habe auch gerade wieder einmal Kleinanzeigen aufgemacht. Einmal so die Kleinanzeigen durchgeblättert, so muss ich sagen. Und dann verkauft einer diese Vergaseranlage. Und dann habe ich nur das große Ford Motorsportzeichen gelesen und dann hat er geschrieben, das liegt seit Ewigkeiten bei ihm im Keller. 450 Euro möchte er. Und dann habe ich zugeschlagen. Das ist mit originalen Luftfilterkasten. Der Kasten schaut genauso aus wie der Luftfilterkasten, nur der ist halt aus Blech und der andere ist aus Aluguss. Ah, okay. Mhm. Und hat halt unten die Öffnungen für die zwei Doppelvergaser. Und die Anlage möchte ich ihm gerne spendieren, dann habe ich noch einen RSI-Kopf dafür. Und ein bisschen, dann kommt natürlich auch ein bisschen eine schärfere Nockenwein rein und dann einfach einmal schauen, was dann passiert. Das ist so der Plan. Ich nehme natürlich nicht den Motor her, sondern ich habe noch ein paar 1,6er CVH-Motor. Auf Halde. Und weil mit dem, wo ich mich lang nicht auseinandergesetzt habe, das sind Motoren, nur so am Rande. Und durch den Jürgen bin ich da ein bisschen mehr reingekommen in das Ganze. Und was ich auf jeden Fall machen will, wenn wir den Motor machen, der wird zerlegt, der wird neu gehohnt und dann wird erst einmal alles fein ausgewogen. Dass alles wirklich, wo ich erleichtert, wo man erleichtern kann, der mir erleichtern und dann schauen wir, dass alles wirklich das Gleiche wiegt. Mhm. Eine leichte macht Schwungscheibe Sinn, ja. Hat er jetzt eh schon drin, die habe ich mir eingebaut. Und so möchte ich den Motor halt dann aufbauen. Was schätzt du, was kommt dann am Ende unterm Strich so raus? Ich hoffe, dass ich solide 120 PS rausbringe. Wenn du bedenkst, was beim Homologationsmodell erreicht haben, der normale mit der Cardjet-Einspritzung XR3i hat 105 PS und der RS1600i anderen Kopf, Kreislaufventile, andere Nockenwein, Doppelzündung und. Drosselklappenteil vom 2.8er Granada. Oder Capri, ein großes Ansaugrohr mit größeren Kanälen. Mhm. Und was hat er? 115 PS. Also nach dem, was gemacht ist, müssen wir 140 haben. Ja. Also. Ja. Naja. Vor allem, es ist ja, die Leistung macht ja aufgrund von der Wendigkeit und dem Gewicht vom Auto, macht ja wahnsinnig viel Spaß. Eben. Das reicht ja aus. Ja. Das merke ich bei und dem. Das Geile ist ja, das kennen ja. Die jungen Leute heutzutage kennen das ja gar nicht mehr. Darf man ja mittlerweile in unserem Alter so sagen. Ja. Dass wenig Gewicht eigentlich der Ziel zum Spaß ist. Richtig, ganz genau. Da du brauchst du gar nicht Auto, so viel Leistung. Nein, brauchst du nicht. Du machst das Auto damit agil. Die Leistung, was du hast, die kann ja viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Ja. Aber nein,
heute die Autos sind so überladen mit Sicherheitspakete und Infotainment, Entertainment. Genau, man will ja auf den Komfort nicht verzichten. Nicht verzichten, ja, richtig. Ja, jetzt brauchst du halt dann auch entsprechend Leistung, damit du diesen Glotz überhaupt in Bewegung setzt. Genau. Der hat halt Vollausstattung, ist eh gut, es ist halt alles noch drin. der wiegt aber auch keine 900 Kilo. Echt? Nein, die haben Leergewicht, haben die Kombis irgendwas mit 870 oder 80. Geil. Das ist geil. Ja. Die Spürgel. Die habe ich mir eingebaut. Genauso wie die Türgriff, das ist auch eine nette Geschichte.